Ihh, was ist das denn? Das ist Schnee. Ich brauche wärmere Klamotten. Lea? Wo bist du? Wo bist du? Da oben! Seit wann bist du aus dem Haus? 2 Minuten? Und festgestellt, dass es eklig ist und überlegt, wo ich jetzt eine Jacke herbekomme? Ja, komm erst mal rein. Ich muss dir was erzählen. Mann, das klingt doch schon wieder nicht gut. Lea, wir müssen reden. Warum fängt das immer so an? Warum? Es ist nicht, wie es aussieht. Wie sieht's denn aus? Naja, guck mal, folgendermaßen. Also, ich musste ein bisschen weiter ausholen. Du kennst den Casino-Club. Da, wo die Party neulich war. Ja, und da kam so ein Typ und der ist auf Klo gegangen und der hat schon eine Woche nicht geschissen. Dann hat er abgezogen, dann war das Klo verstopft, dann hat er irgendwas hinterhergeworfen, dann war das Rohr verstopft. Dann sind uns alle Rohre geplatzt und der ganze Club stand unter Scheiße. Dann kam das Bauamt und musste nicht nur Wen die Scheiße beheben und die Rohre und naja, nee, ich habe den gar nicht umgebracht. Auch keinen vom Bauamt? Nee, guck mal, ich habe ihm 10.000 Dollar gegeben, der es geschafft hat, mit seinem Wochenschiss unseren kompletten Club unter Scheiße zu stellen. Denn unser kompletter Club wurde umgebaut. Okay. Richtig gut. Du weißt, dass ich kein Problem mit Gogo-Tänzerinnen habe? Nee, um die geht's nicht. Jedenfalls ist auf der Straße was aufgetaucht. Wir wissen noch nicht, wo es herkommt und wir wissen die genaue Zusammensetzung noch nicht. Drogen. Wir haben keine Ahnung, woher es kommt. Wir haben keine Ahnung, wie man es bezieht. Aber es ist wirklich krass. Ah! Lösch mich! Lösch mich! Ah! Du musst es also gleich ausprobieren. Nee, nicht gleich. Also ich habe es erst andere Leute ausprobieren lassen, um zu gucken, wie es wirkt. Ich nehme ja nicht einfach irgendwas, ne? Sondern ich muss ja gucken, überleben die das? Hat das vielleicht irgendwelche Risiken, Nebenwirkungen und so weiter. Also habe ich Studien durchgeführt. Ob Drogen Risiken haben? Naja, ob, also wie diese neue Droge wirkt. Weil also die ist wohl nicht ganz ungefährlich, da ist Benzin und Phosphor drin. Ach so, dann hast du es trotzdem ausprobiert. Nee, ich habe es erstmal genug andere Leute ausprobieren lassen. Ja, und dann hast du es trotzdem ausprobiert, so klingt's doch. Und irgendwann habe ich es halt auch mal selber ausprobiert. Nachdem alle gesagt haben, dass das super ist. Leistungssteigerung und das, also die Partydroge eigentlich. Und in deinem Alter braucht man das langsam, ne? Leistungssteigernde Partydrogen? Mhm. Nee, aber es ist wirklich gut, Lea. Hast du es einmal probiert oder hast du es öfter probiert? Na, ich habe es einmal probiert. Okay. Ryan, hast du es einmal probiert und danach regelmäßig genommen? Nein, ich habe es einmal probiert am Tag. Ryan? Na, ich habe bisher noch nicht so viel davon genommen. Wie viel ist nicht so viel? 7, 8 Mal vielleicht. Am Tag? Nee, insgesamt. Willst du mich eigentlich verarschen? Na, ich bin jetzt nicht abhängig oder so. Doch, wenn du schon was hättest, wär's schon gut. Du hast es ja noch nicht probiert. Ja, werd ich auch nicht, weil ich nicht doof bin. Da ist ein bisschen Benzin drin. Was soll schon passieren? Das ist eine wilde chemische Zusammensetzung. Ryan, du bist keine 20 mehr. Ja, eben. Ich ruf dich mal an. Mich? Ja, ja. Warum? Na, weil ich wen hinzufüge. Der soll denken, dass ich den anrufe. Großmeister van Bach hier, wie kann ich weiterhelfen? Yo, Dennis. Ja. Beschreib mal kurz und knapp, wie ist Ruby Dust? Kurz und knapp kann ich das nicht beschreiben, das ist krass. Ich will davon noch mehr rein. Ja, ich hab nichts. Dann besorg was. Ich hab nichts mehr, Dennis. Dennis, du hirnverbrannter Vollpfosten, das ist eine Droge. Oh, oh, hallo. Hallo. Dennis, wie viel hast du bisher so ungefähr genommen? Wie viel ist denn nicht so viel? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 Mal? Ja, also bei der einen Party war das einmal so, ne? Aber das ist krass, du musst das auch nehmen, ich sag's dir, wirklich. Dennis! Was denn? Man kann euch nicht einen verfickten Tag alleine lassen. Was ist denn falsch mit euch? Nix. Uns ist alles gut. Alles, läuft alles perfekt. Dennis, nenn mir eine Droge, die einem Menschen schon mal gut getan hat. Ruby das! Ryan, lach nicht! Ich höre dich immer noch lachen. Wie das ist, gute das. Ja gut, das war's schon, Dennis. Ich wünsche was, bis später. Ja, bis später, tschö. Ryan, ich mach wirklich viel mit. Wirklich, ich bin bei viel Scheiß dabei. Ich guck mittlerweile bei sehr vielem weg. Ich hab eine Menge akzeptiert. Aber wenn du so ein sabberndes Häufchen Elend wirst, was für den nächsten, was ist das, Schuss Ruby Dust seine Freunde und Familie verkauft, Ryan, dann hört's auf.
Ich habe das unter Kontrolle. Du hast einen Scheiß unter Kontrolle. Alleine die Aussage, ich habe das unter Kontrolle, zeigt mir, dass es nicht so ist. Die einzige richtige Aussage wäre gewesen, ich lasse den Scheiß ab jetzt sein. Ryan, du ziehst dir was in... Was ist das? Durch die Nase? In eine Ader? Wie gibst du dir das? Nee, also entweder du trinkst das oder du ziehst es durch die Nase. Es gibt Mensch, du ziehst dir was durch die Nase, was Benzin enthält. Der normale Menschenverstand sagt dir doch, das ist... vergiss es. Und statt du sagst, ja, du hast recht, ich lass die Scheiße sein, sagst du mir, ich habe das im Griff. Du hast recht. Da sagst du jetzt, um mich abzuwimmeln. Nein, du hast recht. Nimmst du es nochmal? Ich habe ja nichts mehr. Ryan! Es geht doch gar nicht darum, das selber zu nehmen. Geht nur darum, andere Drogen abhängig zu machen. Ja, wenn wir es im Club vertreiben, haben wir den Laden immer voll. Wo ist der Dude hin, der die Tage noch ein Gewissen hatte? Habe ich. Ich habe das gekippt mit dem Menschenhandel. Um jetzt Leute in eine Drogensucht zu bringen. Komm mal mit, ich zeig dir was. Es ist echt kalt. Ja, du solltest dir einen Mantel holen. Bin mir nicht sicher, ob wir noch genug Geld haben, wenn wir einen Junkie versorgen müssen. Hallo Peter. Ja, hallo. Du hast Ruby Dust probiert, oder nicht? Ja. Wie war deine Erfahrung damit? Mega. Hat man euch allen ins Hirn geschissen? Warum? Wann war es denn jemals eine gute Idee, sich irgendeine unbekannte Droge in den Kopf zu ziehen? Das war voll geil. Das hat mich endlich wieder mich jung werden lassen. Lea, ich hab was für dich. Danke. Kennen Sie jetzt noch nicht so gut? War das ein begeistertes Danke oder ein... Nein, das war ein, ich bin abgefuckt über die Gesamtsituation. Danke, mein Mann hat mir gestanden, dass er Drogen genommen hat. Danke, und über die Namensgebung der Straße bin ich auch nicht glücklich, danke. Was ist mit dir? Ja, das waren lange Nächte in letzter Zeit, Lea. Viele Partys auch wirklich. Das ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen meine Jugend nachgeholt irgendwie. Wir haben eine Gruppierung gegründet. Erzähl mir mehr. Und das, also... Bisschen Hörner abgestoßen. Ja, ein bisschen Hörner abgestoßen, ein bisschen Drogen genommen, ein bisschen viel... Marbulus Breed getrunken auch. Oh, hör mal, Hayston. Das verändert Menschen. Übrigens, hier, guck mal, da hast du. Hayston. Ja, was denn? Aber was heißt für dich Hörner abstoßen? Na, Party machen. Musik hören, feiern. Musik hören und feiern. Ich gehe mir eine Jacke kaufen. Lea, was heißt für dich Hörner abstoßen? Rumvögeln. Sag mal, was? Glaubst du, ich gehe dir fremd? Ich weiß nicht, was ich momentan von dir halten soll. Mister, ich nehme Drogen, gründe eine Gang, möchte die Drogen wieder haben, möchte irgendwelche Bomben haben. Was ist denn mit dir? Ist das eine Midlife-Crisis? Weil ich ein bisschen... Ist das, weil du alt wirst? Nein, guck mal, ich habe einen Club aufgemacht, der wurde umgebaut, wir haben viel gefeiert. Ja, wir haben ein bisschen was genommen, Lea. Aber das heißt doch nicht, dass ich dir fremd gehe und mit irgendwelchen Tänzerinnen vögel. Ryan, wie alt bist du? 18. Ryan, wie alt bist du? 18. Ryan, deine grauen Haare und deine schrumpelige Haut sagen was anderes. 41. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das stimmt. Ab und zu, Lea. Wenn alles viel wird, wenn deine SMS überquillen, dann mach doch das was andere 50-Jährige tun. Ich bin nicht 50. Fast 50-Jährige. Was hältst du von einem guten Glas Whisky und einem Spa-Wochenende? Mit wem? Boah, keine Ahnung, vielleicht hat die Stripperin von dem Club ja Zeit. Die kenne ich nicht, ich weiß nicht mal, wie die heißt. Sollen wir sie fragen? Die arbeitet nicht. Oder geh doch mit Hayston. Der kommt nur auf Scheißideen. Dann fällt mir auch niemand ein, mit dem man ein Spa-Wochenende machen könnte. Dadurch, dass meine Leute entweder ausgereist sind zu ihrer Familie und oder an der Schmelze stehen in der ganzen Nacht und vor 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus kommen, weil sie sagen, oh, ich helfe dir tagsüber beim Tagesgeschäft dann und Schmelze mache ich dann nachts und ihre kompletten Geschäfte auf die Nacht verlegen, weil sie da ihr Stöckchen mit dem Stein verbinden können, ist mein täglicher Umgang Robert Hayston und Keno Okoye. Und dann fällt dir niemand ein, mit dem man ein Spa-Wochenende machen könnte? Na, und vielleicht kommen wir in dieser Konstellation auf die ein oder andere nicht ganz so kluge Idee. Dann geh doch mit Hayston ins Spa! Warum gehst du nicht mit mir ins Spa? Nein! Was eine Idee! Auf die wäre ich ja gar nicht gekommen, aber jetzt, wo du sagst, das könnte man ja fast mal machen! Was hält uns davon ab? Du! Wieso denn ich? Weil du deine Abende mit Drogen in irgendwelchen Clubs verbringen musst. Naja, irgendwo muss ich mir die Hörner ja mal abstoßen. Ich meine, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Boah, wenn du doch mal dein Horn abstoßen willst, kommst du zu mir. Ansonsten gehst du nirgendwo hin. Ja, nee, nicht das Horn. Ich meine, die auf dem Kopf. Da ist Hopfen und Malz verloren mit deinem Kopf. Ich
willkommen im Gefängnis. Es heißt tatsächlich Gefängnis. Ja, wegen den Gitterstäben und so. Ja, schon verstanden. Und jetzt sag ehrlich, ist super cool, oder? Mega cool. Hi, June. Hallo, liebe Leo. Sag mal, June. Ja. Wie fandst du Ruby Dust? Was ist das? Oh Gott sei Dank, ich lieb dich. Vergiss es. Ist es das Scheißzeug, was der Ryan sich gestern reingezogen hat? Oh, hat jetzt liebe ich dich noch mehr. Ja. Gute Tochter, gute Tochter. Und dann habe ich deinen ganzen Namen gesagt und dann hat er mich getasert. Ryan hat dich getasert? Ja, weil ich seinen ganzen Namen gesagt habe, weil ich wütend war. Ryan! Wenn ich hören will, muss fühlen. Ja, wir können den Termino einfach hier ins Büro holen, ne? Dann stehen wir nicht auf der Straße rum. Was ist das für ein Termin? Ja, der hat keine Karte, ne? Sam. War alles. Sonst gehen wir Casino Office. Ja. Ja. Oh, alles in Ordnung? Alles gut? Irgendwie kam da gerade so ein Geruch rüber, mit dem ich überhaupt nicht kann. Tut mir leid. Hier ist ein Taschentuch. Oh, Scheiße. Hat jemand Wasser und ein frisches Brötchen? Ich wollte das. Jetzt habe ich hier überall. Ich wollte das rübergeben. Ja, das kommt, wenn ich mich so aufrege. Dann macht der Magen irgendwann nicht mehr mit. Ich wisch das einfach da runter. Ja, dann lass uns ins Casino Office gehen. Komm, hier stinkt's eh noch kurz jetzt. Entschuldigung.